Christian Benteke ist der Monat Fußballer des Monats März. Ja, gucken wir mal in Deutschland. Da ist es. Bernd Leno. In Italien? Alessandro Matri, der gerade voll auf die Fresse gekriegt hat. In Spanien? Lionel Messi. Lionel Messi. Jo, jo, Lionel Messi wieder. 23-23, jo. Wie ist bei Ronaldo? 27-27, jo. Läuft bei euch. Könnt ihr nicht mal zu mir kommen, beide? So, wir haben unser nächstes Spiel und das Saisonfinale steht vor der Tür. Vermeintlich leichte Aufgabe für uns in den nächsten 5 Spielen. Ist aber echt so. Wir haben nur West Ham, Watford, Newcastle, Aston Villa und Norwich vor uns. Vermeintlich leicht. Können wir noch ein paar Punkte auf jeden Fall rausholen. Müssten wir eigentlich 15 Punkte rausholen. Wenn wir jetzt so überlegen, müssen wir eigentlich 15 Punkte rausholen da aus den Spielen. Aber man weiß nie. Vor allem nicht in der Premier League. Das ist das, was ich gelernt habe. In der Premier League weiß man nie. Und gehen wir weiter. Wir haben jetzt auch direkt das Spiel gegen West Ham. Jo, gehen wir. Wir lassen Gibbs wieder spielen. Sollen wir Ramsey mal Stamm spielen lassen? Nee, komm, wir lassen Özil spielen. Ist okay. Wir lassen Özil spielen. Gucken wir uns mal an, was hier noch so ist. Prämie für internationale Spiele. Chan kriegt nochmal was. Scouting ist hier abgeschlossen. Spieler sind froh über ihre Entscheidung, dass wir nicht zu Swansea sind. Aber wir sind ja auch gerade mal die erste Saison hier. Also warum sollten wir zu Swansea gehen? Verstehe ich nicht. Ja, hier sieht es auch wieder besser aus. Der ist auch nicht schlecht. Aber ich kann Temperament, kann ich nicht ausstehen. Warum ist Ginter auf... Ja, okay, können wir eigentlich mal beobachten. Weiter. Gehen wir weiter. Ich würde sagen, machen wir direkt mal das Spiel gegen West Ham, oder? Aber diesmal als Textmodus. Ich würde sagen, bis gleich. Willkommen zum 34. Spieltag der Barclay Premier League gegen West Ham United. Und ja, wir haben jetzt hier mal wieder ein Textmodus-Spiel. Nach den 400 Millionen Spielen. Und direkt eine Chance und eine Glanzparade vom Torwart von West Ham United, Adrian. Ja, die letzten Spiele waren alles Top-Spiele und das nächste Spiel wird auch wieder ein 3D-Spiel werden. Dann gegen Lazio das Rückspiel, obwohl wir schon 4-0 im Hinspiel gewonnen haben. Aber man kann nie wissen, deswegen gibt es wieder ein 3D-Spiel im Rückspiel. Ja, wir gucken uns mal die Gegner an. Wir gehen gerade mal auf die Taktik und sagen wieder, wer wir decken soll. Das vergesse ich nämlich immer wieder. Okay. So, und ja. Nochmal eine Chance für uns. Emre Can tankt sich durch die rechte Seite. Zieht auf den Strafraum, sucht den Abschluss durch der Keeper Adrian, pariert den Schuss. Den Abpraller verpasst Sanchez nur knapp. Schade, schade. Ja, unsere Offensive ist gerade nicht so im Spiel. Nochmal wird das 1-0, wird es leider nicht. Ein gefährlich vorgetragener Angriff des FC Arsenal, dann aber Alexis Sanchez mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur noch der zu einem Abschluss führt. Für 10 Sekunden waren zwei Bälle im Spiel. Gelbe Karte für Andy Carroll. Und ich bin auch noch hier drauf. Ja. Unsere Mannschaft sieht aber nicht besser aus in der Offensive. Sanchez gefällt mir gar nicht mit der 4,5. Noch eine Chance für uns. Özil spielt da sehr mannschaftsdienlich und passt zu Olivier Giroud, statt selber so zu schießen. Der bisher unauffällige Franzose verzieht aber. Dann gibt es mal eine Chance für Payet. Aber Tschech ist da. Zum Glück ist Tschech da. Nochmal eine Chance vor der Halbzeit für uns. Emre Can schießt hart
von der rechten Strafraumecke ins kurze Eck, reißt beide Fäuste und rettet zur Ecke. Gibt's nochmal eine Ecke? Und Olivier Giroud liefern sich und Red liefern sich ein intensives Kopfballduell, setzt sich knapp durch und klärt. Ja. Mögliche Verletzungen in London. Zieht kurz zum Sprint an. Hält sich den Oberschenkel. Beugt sich hinunter und bückt sich kritisch. Ja, verdammt, Gasola hat sich verletzt. Das heißt, hier kommt jetzt direkt Chamberlain rein. Zack. So. Dann spielt Chamberlain halt jetzt direkt. Und nicht erst ab der 60. Minute. Aber Halbzeit. Und, ja, gut. Wir waren die aktivere Mannschaft in der ersten Hälfte. Wir haben auch viele Spieler, die ein sehr gutes Spiel machen. Aber das reicht mir noch nicht so ganz. Zweite Halbzeit hoffe ich, dass Chamberlain vielleicht über die linke Seite noch ein bisschen was reinbringen kann. Sonst wechseln wir ein bisschen was aus. Und ja, Giroud hat eine schlechte Note, weil er da vorne wahrscheinlich nicht richtig zum Zug kam. Würde ich sagen. Aber wir gehen weiter. In die zweite Halbzeit. So, Anstoß. Na, was passiert hier jetzt? Chamberlain kriegt eine gelbe Karte. Feier ich ja nicht so. Gerade passiert nicht wirklich viel. Jetzt gibt es nochmal eine gelbe Karte für James Tompkins. Der da eine Kombination zwischen Özil und Paulista verhindert. Kann man sich jetzt aussuchen, wen er von beiden gefoult hat. Okay, das Spiel ist wohl ziemlich schlecht. Gibt mal eine Chance für uns. Eine sehr gute Chance. Und das 1:0 für uns. Durch Oxlade-Chamberlain. Vierte Tor. Vorlage Jack Wilshere. Jack Wilshere fängt einen Angriff von West Ham United ab und schickt Oxlade-Chamberlain über die linken, über links zum Kontern. Noble kann den Stürmer nicht entscheidend aufhalten, der den Strafraum Adrian keine Abwehrchance lässt. Jo, 1:0 für uns. Nochmal eine sehr gute Chance für uns. Chance für Arsenal. Chamberlain startet in die Gasse, aber Ogbonna geht rustikal dazwischen und klärt zur Ecke. Das heißt, es gibt jetzt nochmal eine Ecke für uns. Und das 2:0. So schnell kann es gehen. Olivier Giroud kommt da vorne dann endlich mal richtig zum Zug. Wir schicken mal alle unsere Leute zum Aufwärmen. Die restlichen, die noch da sind, weil ich werde dann Mertesacker, denke ich mal, auswechseln für Paulista. Einwechseln für Paulista. Und den Rest halt, wer nicht gerade fit ist. So, Collins kommt jetzt rein für Ogbonna. Aber wir sind immer noch nur auf dem fünften Platz. Meine Chance für West Ham. Wir sagen jetzt mal, dass Mertesacker reinkommt. Und dann halt den letzten Auswechsler werden wir machen, je nachdem, wer gerade am unfittesten ist. Obwohl ich denke, wir werden Özil auswechseln. In der 80. Minute. Für Ramsey, dass er nochmal Einsatz kriegt. So, als nächstes kommt dann Ramsey rein. Und dann haben wir unsere drei Auswechslungen. Für dieses Spiel gegen West Ham kann dann Ramsey nochmal ein bisschen Spielzeit sammeln. Solange wie Pastore verletzt ist, möchte ich ihm dann gerne die Spielzeit geben. Und ich habe schon wieder Schluck auf. So eine Scheiße. So, nochmal eine Chance für uns, die sich zu einer ziemlich guten Chance entwickeln könnte. Und dem 13-0. So kann es gehen, Olivier Giroud. Dafür, dass er am Anfang nicht richtig zum Zug gekommen ist, zeigt er jetzt eine energische Einzelaktion von Olivier Giroud. Lässt Collins ins Leere laufen. Versetzt Caswell mit einer Körpertäuschung und vollendet cool zum 3:0. West Ham United hat jetzt keine Ideen mehr. Wir rufen mal rein, dass unsere Mannschaft die Kontrolle übernehmen soll.
Und haben sich wahrscheinlich ihrem Schicksal ergeben. 3:0 kurz vor Ende. Ist man als Spieler aber auch, denke ich, ziemlich desmotiviert. So, mal eine Chance noch für West Ham. Victor Moses schickt einen langen Pass auf Zarate. Frische Stürmer, Lazini rechts mit, doch Jack Wilshere klärt zur Ecke. 2 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Ist aber die letzte Chance für West Ham, hier noch einen Anschlusstreffer zu machen. Aber nein, wir haben nochmal eine Chance. Und der eingewechselte Chamberlain prüft mit einem Linksschuss Keeper Adrian. Doch der ist auf dem Pfosten. Kurz darauf gleiche Szene. Adrian wieder der Sieger. Besser einmal 0:3 verlieren als dreimal 0:1, nicht wahr? Ja, das ist aber in der Tat richtig. Aber wir haben hier 3:0 gewonnen. Unser erstes Spiel der letzten 5 Spiele haben wir hier nochmal gut erledigt. Und wir bleiben aber nach wie vor auf dem 5. Platz. Aber wir haben gute Voraussetzungen, dass wir hier noch genug Punkte holen können, um in die Champions League Plätze reinzukommen. Ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Sehen wir uns im Nachbericht. Bis gleich. So, willkommen im Nachbericht. Wir haben heute 3:0 gegen West Ham gewonnen. Und das war aber ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel, würde ich sagen. Chamberlain hat ein hervorragendes Spiel gemacht, nachdem er eingewechselt wurde für den für Gazzola, der sich verletzt hat. Sanchez habe ich durchspielen lassen mit einer Note 4. Ja, ich wollte einfach Ramsey die Chance geben oder die Spielzeit, damit er ein bisschen bessere Moral bekommt. Ist immer noch ein bisschen verstimmt, aber ja, geht schon, ist da noch ein bisschen hin. Ja, wir haben 62% Ballbesitz gehabt. Wir waren wieder dominant, wie immer, eigentlich, was den Ballbesitz angeht. Ergebnisse. Ja, Manchester United hat es noch geschafft. Die Stimmen. Ein Fan von uns sagt, Fußball ist das Reich der menschlichen Treue, das im Freien erreicht wird. Okay. Und der Trainer sagt, ich bin enttäuscht, ich hatte mir mehr erhofft. Wir wollten den Gegner so lange wie möglich hinhalten und dann unsere Chance nutzen. Arsenal war die eindeutig bessere Mannschaft. Sie haben die Zweikämpfe gewonnen und einen wunderbaren Ballzirkulation präsentiert. Man kann gegen Arsenal 3:0 verlieren. Muss aber nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das Zitat des Tages war vom Präsidenten von Manchester United. Ich bin nicht überrascht vom Sieg. Daher gibt es keinen großen Grund zu feiern. Ja, Olivier Giroud ist heute der beste Torschütze. Mit seinen 2 Toren der 12 geschossenen Teamleistung waren wir heute auf dem 2. Platz. Beste Spieler. Olivier Giroud kämpft sich langsam nach vorne. Und Lukaku ist sogar vor Rooney mittlerweile. Und eigentlich will ich die nächste Saison haben, ja. Aber pssst, nicht Everton sagen. Ich will nächste Saison Lukaku haben. Vielleicht kriegen wir ihn sogar getauscht. Wer weiß. Weiter. Und jetzt das nächste Spiel gegen Lazio. Das Rückspiel. Gazzola fällt aus. Jack Peterson fällt aus. Ryan Bear erreicht nur links. Und unsere Reserve hat unentschieden. Also Reserve, so geht das ja nicht hier, ne? Unentschieden spielen ist ja schon langweilig. So, Chamberlain. Auch Walcott haben wir auch noch. Den habe ich ja ganz vergessen. Upsi. Gehen wir mal weiter, gucken wir mal die ganzen Sachen hier durch, die ganzen Mannschaften. Ja, hier ist auch alles okay. Teamdynamik wird immer besser, weil ne, wir gewinnen und die kriegen immer mehr Bock. Transfermarkt gibt es nicht wirklich was. Ups, jetzt habe ich irgendwas verstellt, oder? Habe ich irgendwas verstellt? Sanchez habe ich rausgeholt. Dann wollte ich nicht. Gehen wir weiter.
Unsere A-Junioren haben gegen Manchester United ordentlich weggebammt. So, nächstes Spiel gegen Lazio. Ich bin gespannt, wer jetzt weiterkommt. Also ich will jetzt mal nicht... Ich will jetzt nicht so... reinscheißen, aber ich glaube, wir kommen weiter. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, Chambers kriegt jetzt mal eine Pause. Genauso Wiltshire. Für ihn kommt Conquelin rein. Ja, Sanja spielt mal wieder. Er ist nicht so wirklich fit, aber scheiß drauf. Nacho Monreal und Theo Walcott sind auch auf der Bank. Und dann würde ich sagen, der Rest so ist okay. Gehen wir ins Spiel, oder? Vorher machen wir noch, sagen wir noch, wer wen decken soll. Wieder kein Driver. Oh, diesmal mit Doppelspitze. Bestehend aus Matri und Klose. Kann man eigentlich mal machen. Ne? Gehen wir aber rein ins Spiel, würde ich sagen. 3D-Spiel sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.